Hi ho und willkommen zurück bei dem Rollenspielfreunde zu Tyranny. Ja, ich starte mal kurz aus dem Hauptmenü raus, weil ich euch was zeigen möchte. Also erstmal, wir sind in Version 1.2 mittlerweile angekommen. Zweitens, wie man hier oben sehen kann, sind jetzt beide DLCs für Tyranny raus. Also einmal Tales from the Tears und einmal Bastard's Wound. Tales of the Tears ist einfach Zusatzcontent, während Bastard's Wound ein zusätzliches Kapitel sein soll. Aber wie man sehen kann, habe ich beide noch nicht installiert, weil ich beide noch nicht habe. Werde ich aber vielleicht demnächst nachholen, mal sehen. Also auf jeden Fall Tales from the Tears könnte ich noch mit einbauen. Bei Bastard's Wounds bin ich mir nicht ganz so sicher. Gut, wir gehen jetzt wieder in unseren Spielstand rein. Und ja, es hat sich auch ein bisschen was an der Musik geändert. Wenn nicht, wäre das etwas doof. Ja, doch, er braucht immer noch ein bisschen zum Laden. Dumm, die Dummen. Aber auf jeden Fall, die Musik beim Laden ist jetzt anders geworden, fällt mir so auf. Ah, wir haben geladen. Und hier auf dem Tisch liegt etwas rum. Sie geht es durchdringend, okay. Gut. Das heißt, wir reisen jetzt zum Turm des Morgengrauens, beziehungsweise zum Heulfelsen, wo Kern begraben liegt. Oh, und wir reisen wieder schneller. Das ist gut. Ja, sie haben definitiv die Musik etwas geändert. Jetzt ist es nicht mehr diese beklommene Geigenmusik. Na gut, es ist immer noch Geigenmusik, aber sie klingt ein bisschen aufgefrischter, muss ich sagen. So. Hier ist es ein bisschen nebelig. Schnappen wir uns mal den Azurit. Und das ist Kern. No matter what side of the battlefield you stood on, Kern was a dangerous presence. Even in death, he blights the land. That's a lot of man. Let's try not to wake up. Ah, wir haben erstmal ein neues Hinschreiben gekriegt. Gucken wir mal kurz, was so ein- und ausgeblendet sind. Ist. Und zwar diesmal von Schicksalsbinderin Kallio. Die haben wir ja schon am Gericht getroffen. Schicksalsbinder, du hast im Angesicht seiner vermeintlich unmöglichen Entscheidung deine Klugheit unter Beweis gestellt. Ob ich in derselben Situation so vernünftig wie du gewesen wäre, das vermag ich nicht zu sagen. Ich weiß nur, dass ich dich nicht um deine Aufgabe beneide. Dennoch muss ich dir dringend zur Vorsicht raten. Manche, die dein Handeln beobachten, könnten es mit Beunruhigung als... Unruhigung als mit Erheiterung aufnehmen. Werden sie in der Lage sein, sich selbst davon zu überzeugen, dass der Oberherr das Edikt der Stürme absichtlich mit diesem Hintertürchen geschaffen hat? Oder aber werden sie in deiner Entscheidung eine Alternative sehen, die nicht zum Pergament gebracht werden kann? Ich hoffe, dass du schon bald die Reise auf dich nehmen wirst, um uns am Gericht in der Bastardstadt zu besuchen. Oft habe ich das Gefühl, als wäre es schon zu lange her, dass wir über die dunklen Ecken von Terratus getuschelt haben.
In letzter Zeit hast du so viele von ihnen erkundet. Vielleicht kann ich für Erleuchtung sorgen. Kallio. Ja. Oh, und wenn ich richtig sehe, unser Questlog ist jetzt wieder normal. Da ist gescheitert auf Räumen der Rösch. Die Steine der Erleuchtung. Letians Kreuzung. Sitze der Macht, ja. Wir haben was in irgendeiner Gruppierung. Artefakt Herzblut. Ah ja. Gut. Aber es ist schön, dass unser Questlog jetzt wieder richtig funktioniert. Ein bronzener Wurf, dolch. Ja, und das ist wirklich Kern. Als riesiger Golem. Sieht ein bisschen fast aus wie der Last Airbender. Oh, und da ist eine Truhe. Das ist ein Fall für Lyra. Welche Waffen hat sie eigentlich gerade ausgewählt? Ah, ihre Nahkampfwaffen. Gut. Handschuhe des Kräuterkundlers. Leichte Rüstung Stoff. Oh. Ach ja, und wir haben noch einen Gegenstand hier. Erschöpfendes Toxin. Kann man weg. Hier rein. Handschuhe des Kräutersammlers. Ja, ist leider nicht so gut wie unsere Handschuhe, außer dass die Erholung halt besser ist. Sind halt Stoffhandschuhe. Höchstens was für Sirin, aber die trägt ja auch Leder. Das hier hätten wir bei ihr noch verstärken können. Ja. Außer das ist nicht verstärkbar. Warum habe ich so das ungute Gefühl, dass das hier runterkracht, wenn ich draufstehe? Oder wenn ich drüber gelatscht bin? Nein, noch nicht. Bis jetzt ist es recht ruhig. Azuritkristalle. Oh. Hey Jungs. Ein Schicksalsbilder von Thunon hier. Was willst du in Heulfelsen? Sprich oder werde gesteinigt. Das Segil von Kerns vergessenem Namen ausführen. Du gehörst also zu uns. Die Erdhexe führt das Segil ebenfalls aus, womit der kodierte Austausch abgeschlossen ist. Sie nickt und legt sich zum Gruß die Faust auf den Brustkorb. Ihre Augen sind jedoch hart wie Steine und sie beobachtet dich misstrauisch. Wir geben dir Zugang, aber sei gewarnt, Schicksalsbinder. Ich sorge dafür, dass die Erde dich verschluckt, wenn du uns Ärger einbringst. Ja, wie nett. Warte einen Augenblick. Schicksalsbinder, du hast überlebt. Die Eisenwache mustert dich mit strenger Intensität. Wenn die Anstrengung des Laufens ihn Anmut gekostet hat, lässt er es sich nicht anmerken. Sein Bruder dagegen steht vornüber gebeugt, die Hände auf die Knie gestützt und trinkt keuchend nach Luft. Kedis ist besudelt mit den Malen einer erbitterten Schlacht, während Radix völlig unbefleckt ist. Natürlich. Kedis blickt zu seinem großen Bruder und richtet sich auf. Du hast die Spur aus Leichen gesehen, die er hinterlassen hat. Das hat mir meine Aufgabe leicht gemacht. Nun ja, leichter. Der Leutnant nickt dir knapp zu. Dank dir haben wir es unversehrt geschafft. Schön, dass ihr mithalten konntet. Ich hatte eine Reise über felsiges Terrain zwar für wenig erbaulich, doch ich bin begierig darauf, das Lager zu betreten. Ruhe dich aus, solange du möchtest, Schicksalswinder. Wenn du mich brauchst, ich untersuche Kerns Überreste. Ja, wir wurden erstmal ziemlich unfreundlich von den Erdhexen begrüßt hier. Jetzt gucken wir uns mal das Azurit hier an. Azuritkristalle sind eine Ressource. Ach, lesen wir hier. Für die Kraft der Erdhexen. Ihre Essenz kann nach der Extrahierung von
Magiern verwendet werden, um ihre Fähigkeiten zu verstärken. Deswegen nehmen wir auch gleich mal hier noch das Azurit. Gibt uns nur noch mehr Athletik. Und Athletik ist immer gut. Athletik erhöht nämlich, soweit ich weiß, unsere körperliche Verteidigung. Die Airtex sind entschlossen, Kerns letzte Ruhestätte mit ihrem Leben zu verteidigen. Waffen, Vorräte und Ressourcen wurden herangeschafft, um die Soldaten in diesem Lager zu versorgen. Mhm. So, was gibt's hier hinten? Außer einem Wagen und einer Felswand, die wir hochklettern könnten. Bronzene Armschienen. Und hier könnten wir das Lager verlassen. Gucken wir mal, ob wir da hochklettern können. Jo, können wir. Dadurch kommen wir hier auf die andere Seite, was uns was bringt, außer dass wir an einen höheren Punkt kommen. Und hier das Lager eines Einsiedlers finden. Dieses Lager ist typisch für Erforschung des Steinmeers. Sie kommen zahlreich aus allen Ecken der Stufen angereist und sind auf der Suche nach verborgenen Schätzen des ehemaligen Königreichs von Azur. Ain't that odd. Ja, Lyra, guck mal, was da in dem Rucksack liegt. Sie geht es abprallenden Bolzen. Nehmen wir mal mit. Und hier? Ein Saphir. So, sie geht es abprallenden Bolzen. Jetzt haben wir Stufe 2 gelernt, hä? Hm. Wir haben bis jetzt immer noch nur 9 der 11 Schulen, also 2 Schulen fehlen uns noch. Mal gucken, wo wir die noch herkriegen. Will do. So, in den Türmen haben wir ja neue Sachen in Auftrag gegeben. Ja. Schmied Scorn und Artefakt erforschen, genau. So, nach unten bitte. Eingang zum Erdhexen vor, südliche Azuritader. Mhm. Das heißt, wir können jetzt das Lager der Erdhexen betreten. Ohne hoffentlich gleich zermalmt zu werden. Siehst du nicht, dass ich hier auf meinem Posten bin? Sprich mit Meister Radex, wenn du Hilfe brauchst. Gut. Ja, man sieht hier verdammt viele Geschmähte. Erdhexe, Steinschild. Und eine zentrale Azuritader. Und ja, wenn wir zur Kern wollen möchten, müssen wir da hinten lang gehen, also hier rum. Aber ich interessiere mich erstmal für das restliche Lager. Cestus und ein Eisenschreiter. Was hast du denn zu sagen? Ich wusste zwar, dass er ein Verräter ist, aber ein Archon so tief sinken zu sehen, da wird einem übel. So, was haben wir hier noch? Schläfriger Fall. Und Cestus, du siehst aus wie ein Händler, hä? Der Texture schlägt sich zum Gruß mit der Faust gegen die Brust, dass du dich näherst. Pass auf, wohin du trittst, Schicksalsbinder. Sondern an der Quelle kann die Oberfläche sich jederzeit plötzlich bewegen.
Er seufzt und sackt in sich zusammen. Ihr seht so erschöpft aus, wie ich mich fühle. Das ständige Zittern hat hier zugesetzt, nicht wahr? Das ist nicht gut für die Knochen. Aber ich würde die tektonische Beben eigentlich recht angenehm finden, wenn ich nicht wüsste, dass sie durch den Schmerz meines Archonten entstehen.